Luigi? Luigi! Mamma mia! Wow, ich habe gerade das Gefühl, ich schaue einen Film. Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu Mario und Luigi Brothership. Nicht Brotherhood, viele sagen Brotherhood, es ist Brothership. Wahnsinn, oder? Nach über 10 Jahren haben wir endlich ein neues Installment der Mario und Luigi Reihe. Ihr wisst ja, Alpha Team ist pleite gegangen, aber die Lizenz an der Serie liegt immer noch bei Nintendo, also war es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch Mario und Luigi wiederbeleben, denn sie haben ja genau im gleichen Jahr, was ein krasses Jahr, oder? Haben sie im gleichen Jahr Super Mario RPG geremaked und Paper Mario Falls Editor für die Switch rausgebracht, also wirklich alle Mario RPG Serien kommen wieder zurück. Und ich habe übrigens gesagt, über 10 Jahre, falls man Dream Team zählt. Falls man aber Paper Jam zählt, ist es irgendwie um die 9 Jahre. Und falls man Bowser's Inside Story auf dem 3DS, diese komischen Ports, Halb-Remake, keine Ahnung, falls man das auch dazu zählen will, sind es knapp 6 Jahre. Aber ja, und ich bin wirklich begeistert von der Grafik. Viele sagen, die Grafik sieht komisch aus, weil die Grafik sieht natürlich sehr aus wie diese Cutscenes aus dem 3DS, wenn man zum Beispiel in den Riesen-Battles ist oder so. Und was man hier auch noch sehr merkt, ist die neue Synchronstimme für Mario und Luigi. Nicht mehr von Charles Martinet, er macht ja nicht mehr mit, weil Nintendo das so entschieden hat, keine Ahnung warum. Sondern von Kevin Afghani, vermutlich weil die einen Jüngeren haben wollten, damit die Stimme weiterhin für die nächsten 20 Jahre gleich bleibt. Aber das ist nur Spekulation. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich weiß nichts über das Spiel, ich habe mir extra keinen Trailer angeschaut. Diese Animation ganz am Anfang war tatsächlich zum Großteil auch blind für mich. Und ich bin wirklich gesagt einer von den Leuten, entweder er hasst diesen Arzt oder er liebt den Arzt. Und ich liebe den Arzt. Ich finde ihn schön. Ich finde das Spiel schön. Und ich bin sehr gehypt. Ja, leider einen Tag zu spät. Das Spiel kam gestern raus. Danke dafür, Saturn. Aber hey. Besser spät als nie. Und da sind wir auch schon. Wir wurden von den Krabben geweckt. Erinnert mich so ein bisschen an Superstar-Saga. Luigi. Und, ja. Luigi. Mario allein am Strand. Luigi. Wo ist er? Wo ist der grüne Witzbold? Tja, hilft nichts. Ich schätze, den gehen wir suchen. Hä?
Und was ist eigentlich vorhin in der Intro-Sequenz passiert? Wie war dieses Portal auf einmal da? Total, die Pandas sind Time-Flashbacks. Und was hatte Bowser überhaupt vor, dass er in Richtung Pilzkönigreich flog? War nicht etwa das, was er immer vorhat? Ich hoffe mal nicht. Ja, da sind wir. Aha, wenn ich stehen bleibe, dann kommt da so ein Menü. Aber in ein richtiges Menü kann ich nicht reingehen. Na, ihr Krabbis. Hoho! Oder der Jump fühlt sich interessant an, auf jeden Fall. Aber kann auch nur mit dem Stick bewegen, also Steuerkreuz geht nicht. Sorry, Freunde. Das ist wirklich pures 3D-Game. Ich meine, war es schon immer. Aber früher war ja auch noch mit Steuerkreuz möglich. So, ich hoffe, der Sound passt. Kleine Sprösslinge. Ach, hallo. Ah, die sind nicht aber so nett. Wo ist Luigi, wenn man ihn braucht? Ah, Gottheim. Ja, ich muss mich noch sehr an die neuen Stimmen gewöhnen. Das ist noch... aber ich finde die sehr lustig bisher. Wähle den Gegner aus und spring ihn an. Wenn du nochmal im Moment A drückst, dann machst du den Doppelsprung. Ungefähr so. Bam, bam. Exzellent. Springend. Kontern. Man kann ausweichen oder genau drauf springen. Yeah. Versuch es mal. Schön. Und nochmal. Yes. Oh, er hat aber mehr getankt. Haben wir eigentlich Items? Wir haben 5 Pilze. Nett. Aber brauchen wir nicht. Juhu! Boah, also ich muss mich doch an alles gewöhnen. Das ist ein bisschen anders als früher. Und, wie man hier sehen kann, es gibt zwar wieder Level-Ups und Systeme und alles, aber ich kann jetzt schon sagen, wenn man ein Level-Up erreicht hat, dann gibt es diese Glückschance nicht mehr. Kein Glücksspiel mehr. Wir können nicht mehr an den Draht drehen und eine 1 bis 6 bekommen für ein Setup. Ich weiß nicht, warum sie das rausgenommen haben. Ich weiß es nicht. Aber, was ich weiß, ist, dass ich sehr gehypt bin auf dieses Spiel und hoffe, es ist gut. Ja, leider habe ich mich so ein bisschen spoilern lassen, so von den Reviews. Und die Reviews sagen wieder dies und das, aber es ist ein Reviews. Den sollte man nicht immer Glauben schenken. Ich schau doch gleich runter. Nee. Juhu! Wow, krasser Jump. Ja, das Spiel meinst du jetzt ernst? Was geht ab? Ja, die Leute, die das hier kreiert haben, ich weiß leider nicht deren Namen. Ich glaube... aber nicht, dass es Ilka ist. Bestimmt irgendwer anders. Was? Luigi ist zersprungen in so ganz viele Partikel? Luigi, da bist du ja! Mario wird schizophren, oh nein. Luigi! Hey, warte mal. Irgendwie ist er doch da? Oder doch nicht? Jetzt muss ich aber langsam wirklich in die Klapse. Was geht denn hier ab? Er will uns den Weg weisen. Hier kommen wir also nicht lang. Bin noch zu schwach, diesen Steinfelsen zu schieben. Obwohl, ein bisschen hat sich gerade bewegt. Nee, das geht nicht. Okay. Schauen wir uns weiter um. Hilfe! Was hat der denn davor? Mich kriegst du jedenfalls nicht. Aber pass auf, ich krieg dich! Bam! Ein Erstangriff kann man starten, wenn man von der Oberwelt direkt auf den Gegner rausspringt. Und wir können auch fliehen, voll Gegner kämpfen, aber warum sollten wir? Diese Noobs können wir leicht besiegen für ganz frühe Erfahrungspunkte. Und ich sehe schon sehr oft, dass wir, also ich sehe schon, dass wir sehr oft Ladebildschirme haben. Unten rechts sieht man dieses Symbol, wenn es am Laden ist. Ich weiß nicht, ich glaube, mit älteren Spielen war das aber nicht so oft. Oder? Abwehrreflex. Oh, wir können auch R drücken zum Blocken. Oder? Ja, doch, ich glaube schon. Okay, jetzt habe ich aber einen Schaden genommen, ist eigentlich nicht so gut. Warte, wie hießen die Dinge? Knumbas oder sowas? Oh, yeah! Wenn ich noch mal von diesen Dingern sehe, muss ich noch mal den Namen lesen. Das war ja lustig. Und Münzen! Ganz viele. Da kommen wir auch nicht durch. Wieder ein riesiger Felsblock. Oder... ja, das ist doch so ein Ball. Ein Felsball. Und
Die Musik ist schön entspannt. Leider ist die Musik nicht von den gleichen Leuten gemacht worden wie in den ersten paar Spielen. Das heißt, wir haben jetzt komplett neue Composers. Aber hoffentlich wird sich die Musik dennoch gut anhören. Okay, ich glaube, mehr ist hier nicht. Fürs Erste gehen wir weiter. Oder gern. Luigi, bist du es wirklich? Ich weiß es nicht. Was geht hier ab? Wie sind wir hergekommen und wo sind wir überhaupt? Finden wir es heraus. Schönes Meer da hinten. Luigi! Luigi? Tja, ich warte auf den Wegweiser. Denn Mario hat keinen eigenen Willen. Er muss immer auf seinen Bruder warten. Natürlich nur Spaß, aber in diesem Fall wäre es logischer, auf Luigi zu warten. Denn hier passiert gerade irgendwas Abgefahrenes. Sieht so aus, als hätte das Schiff so ein Dragon Ball oben drauf. Apropos Schiff. Können wir mal eins sehen hier? Ich fahre doch bestimmt Schiffe entlang. Aha! Luigi! Bist du auf dem Schiff, Luigi? Oh, wie er schreit. Luigi! Komm, Mario, du schaffst es! Du heißt nicht umsonst Jumpman! Jetzt A drücken? Oh, Gott sei Dank! Luigi! Was hat er so einen blauen Ärmel? Danke. Oh, wie süß. Brüder wieder vereint. Alles klar, Kinder. Geht das nicht lauter? Aber hier geht's weiter. Mario, Luigi. Ja, du bist wieder mit Luigi vereint. Jetzt kann das Abenteuer so richtig beginnen. Oh, Luigi! Was ist das da vorne? Unterwegs mit Luigi. Luigi folgt Mario automatisch und mit B können wir als Luigi steuern. Einfach so. Ah, okay. Sonst war es immer so, dass er genau hinter einem ist. Hier ist er so ein bisschen, da ist ein bisschen Abstand. Ich mag das aber. Es hat was. Okay, da brauchen wir einen Hammer für. Aber wo ist unser Hammer eigentlich? Den verlieren wir jedes Mal. Jedes Mal dasselbe. Ich kann so ein Delay machen, wenn ich die ganze Zeit B drücke mit Luigi. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Na, wie schön, dass du deinen Bruder wiedergefunden hast. Dann bist du Mario? Mhm. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Conetta. Oder Conny. Kurz abgekürzt. Ich hab mich sowas von erschrocken, als Luigi so vom Himmel gefallen ist. Weißt du, Mario, er hat sich schon richtig so große Sorgen um dich gemacht. Kurze Frage, warum hast du eigentlich so ein Gesicht, wie als wärst du so eine Steckdose? Ah, du möchtest wissen, wo wir hier sind? Luigi habe ich bereits alles erzählt, aber jetzt noch einmal für dich. Das hier ist Connectania, eine friedvolle Welt. Oder zumindest war sie das mal. Yggdrasil. Ich merke erst jetzt diese Animal Crossing-Stimmen, wenn die reden. Im Herzen Connectanias stand ein riesiger Baum, der Connectabor, der ganz Connectania verband. Was für ein Arbor? Aus diesem Baum floss eine Energie namens Connecta hinaus ins gesamte Land. Die Connecta-Energie versorgte uns, sodass uns allen ein glückliches Leben vergönnt war. Also Strom. Nektarstrom. Aber der Baum wurde zerstört und Connectania brach auseinander. Schrecklich. Es war unheimlich. Der Boden riss in zwei und verwandelte sich in unzählige driftende Inseln. Wie in der echten Welt. Ich verlor das Bewusstsein und erwachte dann hier auf Capitabora. Capitabora. Danach habe ich genau hier einen Connectabor-Samen gepflanzt. Ah, verstehe. Der ist aber schon ziemlich groß geworden. Das lässt sich sehen.
Ich find's super, dass er genauso geformt ist wie so. Wie so eine. Nicht Flagge, sondern. Ihr wisst schon. Also ein Schiff. Ich hab den Namen vergessen. Dies ist der neue Konnektabor. Er wächst bereits, ist das halt aber leider noch sehr klein. Also ich finde das schon beachtlich, so average. Meine Aufgabe ist es, mich um den Konnektabor zu kümmern. Ich bin nämlich Botanikerin. Botanikerin. Botanikerin? Weiß ich, wie ich es gearbeitet habe. Botanikerin bin ich. Allerdings noch nicht so lange. Trotzdem zeigt meine Pflege des Baumes bereits erste Früchte. Er ist nämlich endlich groß genug geworden, um Konnektar zu produzieren. Ah, ein Segel, das habe ich gemeint vorhin. Doch an jenem Tag, als der Kontinent zerbrach, zerfiel er in unzählige Driftinseln, die nun auf Strömungen übers Meer treiben. Darum gilt es jetzt, den Konnektarbord mit allen Driftinseln zu verbinden. Wenn wir das tun, wird die Macht des Konnektors ganz bestimmt unsere Welt wiederherstellen. Okay, warum sind wir eigentlich hier? Mario und Luigi, seid aus einer anderen Welt zu uns gekommen, richtig? Scheinbar. Ich wünschte, ich wüsste einen Weg, euch wieder nach Hause zu bringen, nur... Darum kümmere ich mich noch! Oh, was? Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst! Kam raus Luigis Kopf? Ist da eine Mütze? Nummer 2? Unter dieser Mütze ist es wirklich gemütlich! Diese Farbe, wie eine grüne Wiese, da fühlt man sich geradezu sauwohl! Was? Also, nicht, dass ich ein Schwein wäre! Nein, nein, bloß nicht. Ich steck nur mein nächstes Kabel in die Reihen vorne. Das ist nämlich kein Rüssel, das sind meine Augen! Achso, ich wollte deine Augen nicht pieksen, sorry. Also gewöhnt euch besser schnell an meinen spektakulären Anblick. Versteht ihr? Speck? Aber ich bin kein Schwein. Okay. Sieht aber aus wie ein Sparschwein. Dieses kleine Kerlchen hier ist Watz. Wir sind richtig dicke Freunde. Er scheint Luigis Mütze echt gemütlich zu finden. Hat auch vorhin gewaschen. Ihr sucht nach einem Weg, um wieder heimzukommen? Keine Sorge, den finde ich für euch. Aber im Gegenzug, wenn ich mir das mal erlauben darf, hätten wir eine Bitte an euch. Könntet ihr uns helfen, die Driftinsel wieder anzubinden? Erst fällt Luigi vom Himmel, dann kommt Mario angehüpft. Da muss mehr dahinter stecken. Das ist zumindest meine Meinung. Luigi, Mario, was sagt ihr? Schließt euch Konnektor und mir an. Okay. Ihr wollt uns wirklich helfen? Ich meine, sauber. Vielen Dank. Was für eine Erleichterung. Danke, dass ihr mit an Bord seid. Dann will ich euch mal in alles weit reinweisen. Ihr werdet viel von mir lernen. Ja, Mario hat das nötig, das Einweisen. Als erstes sollten wir Ausschau nach Driftinseln halten. Folgt mir. Oh yeah. Alles klar. Keine Sorge, Leute. Es ist kein Schwein. Wir können ihm vertrauen. Lasst mich wissen, wenn ihr noch Fragen habt. Ich werde mein Bestes tun, sie zu beantworten. Okay, das sind wahrscheinlich die gleichen Sachen wie vorhin schon erklärt. Falls du es nicht ganz verstanden hast, kann man nochmal mit dir reden. Okay, wir wurden hier hingeschickt, weil wir... Ja, Spiel speichern. Ja. Ah, manchmal wird autosaved. Unten rechts sieht man das dann als Symbol. Beim Game Over landet man automatisch da, wo man gespeichert hat. Oh, 5 Speicherstände. Nett. Hat man nicht immer. Hat man nicht immer, das muss man sagen. Auch wenn das ein bisschen traurig ist, aber ja. Wo geht's denn hier lang? Will ich hier lang? Ich guck mich mal ein bisschen um, warum nicht? Also ja, wir wurden hier hingeschickt. Oh, da kommen wir nicht rein. Kann ja nicht durchkriechen. Denn Rectania ist in Gefahr. Der Baum ist zerstört worden von Übeltätern. Hey, mach Lady hier drüben! Ach, bin ich schon richtig lang? Ach, da oben wird angezeigt, wenn's. Und Luigi kann auch automatisch beginnen springen. Habe ich gerade gesehen. Bin ich jetzt wirklich richtig lang gegangen? Das ist gar nicht. Das wirkte gerade so, weil er hat mich gerade gerufen. Oder ich habe zu lange gebraucht. Wer weiß. Sieht aber nett aus hier. Ich finde, das sieht nett aus. Wuhu! Just what I needed! Mehr scheint ja aber noch nicht zu sein. Wie gesagt, noch nicht. Da kommt bestimmt noch mehr. Na gut, gehen wir wieder zurück. Kann man nicht da lang? Kann man so runterfallen bestimmt, oder? Warum sonst ist der Zaun hier weg? Ja, wohl. Der ist auch generell nicht richtig gebaut worden, also. Ja, keine Ahnung.
Ah, jetzt sind wir richtig. Was haben wir denn hier? Ein Schlauch? Hey, Mario Luigi, hier drüben! Ja, ich bin ja schon unterwegs. Und wie oft muss das Auto saven? Bisschen oft. Ja, ihr seht schon, also Luigi kann auch von alleine denken. Was ich sehr gut finde. Was? One-Up jetzt schon? Spiel, ich bin kein Noob, okay? Und, warte mal, hier kommen wir gar nicht weiter. Na, ich bin immer noch falsch. Mist. Na, ist auch nicht schlimm, wir schauen uns hier zumindest ein bisschen diese Insel an. Diese schwebende Insel. Na, schwebend nicht, aber schwimmend auf jeden Fall. Ach, hier oben, ja, okay. Goldene Röhre, oder, ja, eigentlich eine Kanone. Was kann ich, gibt's hier Röhren? In älteren Spielen gab's hier auf jeden Fall. Aber in dieser Welt, in dieser komischen Nicht-Pilz-Königreich-Welt? Es soll eine andere Dimension sein oder sowas. Ah, fast vergessen. Ihr werdet viel auf die Karte glotzen und Items einsetzen, keine Frage. Also, worauf wartet ihr noch? Was? Das eben. Dann nehmen wir nochmal ganz von vorn. Ihr müsst das Ding mit Plus machen. Also los, Plus drücken. Okay. Pokal, ein Fernseher aus ihm raus, vor allem wie? Auf diesem Bildschirm erfährst du mehr über die Story, kannst Items einsetzen und auch viel wissen mehr. Das Menü! Findest Startseite von Mario und Luigi, Tipps, eine Karte und mehr Info. Es ist nie verkehrt, vor Kämpfen einen kurzen Blick ins Menü zu werfen. Yeah. Höchstwahrscheinlich wirst du hier immer mal wieder landen, also mach dich ruhig mit allem vertraut. Um den Bildschirm wieder zu verlassen, musst du nichts weiter tun, als erneut Plus zu drücken. Kapitabora, Forstsee. Okay, aber sind wir jetzt eigentlich auf einem Schiff? Sind wir schon auf dem Brothership? Oder kommt das noch? HD-Vibration? Okay. Vazipedie. Ah, falls man nochmal alles sich nachchecken will. Titelbildschirm, warum auch immer? Nach Drücken von Plus kann man zum Beispiel die Karte studieren und auch Items ersetzen. Vergesst das nicht, sonst macht ihr es euch nur unnötig schwer. Aber schon wieder eins von diesen neueren Spielen, wo ich mich immer wieder frage, wieso kann ich keine Zeichen setzen, wo ich später hin will und was merken möchte. Wozu habe ich die Karte, wenn ich ja nur glotzen kann? Aber schwamm drüber. Wenn ihr irgendwann nochmal nachschlagen wollt, wie bestimmte Dinge funktionieren, dann schaut unter Tipps und Optionen in die WatzCPD. Oh yeah. Okay, folgt mir. Ich muss euch noch was zeigen. Noch was? Oh boy. Sehr viel Händchen halten am Anfang, aber es ist okay. Noch hält sich das in Grenzen. Was ist denn los? Da drüben? Hä? Ich sehe nichts. Ach, das dicke Ding vor uns. Ach so. Tada! Das ist doch mal eine Kanone, was? Genau, die richtige Größe für zwei tapfere Kerle wie euch. Na, klingelt. Transportmöglichkeit, um auf Insel zu kommen. Zwinker. Ganz genau. Aber der Bäde. Wie Mario guckt. Der traut sich nicht. Kann keine schlechte Idee sein, wenn es die einzige Idee ist. Habe ich nicht recht? Ihr werdet euch ganz gediegen ins Ungewisse schießen lassen. Jawohl. Und wenn wir ins Wasser fallen und dann für immer da schwimmen müssen, in irgendein Land und dann werden wir da ausgeraubt? Keine Ahnung. Ich weiß, aber leider ist dies wohl die einzige Möglichkeit. Ach, macht euch nicht so viel Gedanken. Schließlich bin ich ja auch mit von der Partie. Ah ja. Na sowas, da treibt auch schon die erste Driftinsel. Was für ein kläglicher Zufall, was? Also, ich beschwere mich nicht. Auf dieser Insel müsste es einen Leuchtturm geben. Den sollten wir als Ziel anpeilen. Mache schon gar nichts. Alles weitere erklären wir euch später. Jetzt erstmal rein in die Kanone. Oh je. Yeah. Gemütlich unter Luigi's Cappy. Ja, warte mal. Wir dürfen sogar noch speichern. Und vielleicht jetzt nochmal umschauen. Ja, okay, speichern ist vielleicht ein bisschen too much. Wenn man da so viel einstellen kann. Das soll ich nicht runter. Dann komme ich nicht wieder hoch und dann. Dann gibt's viel herumgerannt. Das muss nicht sein. Gehen wir einfach weiter. Die große Kanone! Steckt Mario Luigi in der großen Kanone, kannst du das Fadenkreuz mit dem Stink bewegen. Ziel damit auf eine Insel, drücke A, dann lass ich schießen.
Je nachdem, auf welcher Insel Mario und Luigi landen, ist eine Rückkehr nach Capitabora vorübergehend nicht möglich. Bereite dich also gut vor. Ja, okay, das ist das Einzige, aber schaut euch mal. Schaut euch das mal an. Das ist doch ganz nett. Ich mag auch diese Wassereffekte und die Wingulls da. Ist auch ganz nett. Zurücksetzen. Jupp. Hier rechts. Da kommt noch einiges auf uns zu. Na gut, dann hier rüber. Land in Sicht. Schwankum. Sieht aber nett aus. Die ganzen Figuren da gefallen mir. Abfeuern! Ja! Hoffentlich landen wir gut. Ich habe Angst. Luigi, kannst du wieder mein weiches Kissen sein zum Aufprallen? Damit ich mir nicht wehtue. Das wäre doch. Das würdest du doch Mario gerne tun, oder? Ah. Okay, jeder für sich! Oh! Gut gelandet. Also einer von uns beiden. Ah, okay. Nur eine leichte Gehirnerschütterung, das geht ja noch. Da sind wir. In Schwankum. Oder Schwankum? Aber diese Insel ist bewohnt. Hallo ihr. Hi. Ihr seid nicht von hier, also wie seid ihr hergekommen? Per Kanonenkurier. Wir wollen die Driftinseln wieder zusammenbringen, aber eins nach dem anderen. Wir müssen zum Leuchtturm auf dieser Insel. Weißt du, wo der ist? Ja, aber da könnt ihr gerade nicht hin. Das Tor dorthin ist verschlossen. Da oben? Die Pikmin können da Bomben drauf werfen, dann geht's. Oha. Da will ich nicht drauf wohnen. Gefährlicher als der Xofensa-Turm. Boah, wie wackelig. Und da oben auf diesem Scheinberg soll der Leuchtturm sein? Aber wenn ihr wirklich dahin müsst, sprecht mal mit Hamaria, unserer Anführerin. Alles klar, also auf zu dieser Hamaria. Den Rest erkläre ich euch am Leuchtturm. Okidoki. Oh yeah. Ihr wollt zum Leuchtturm? Dann solltet ihr mit Hamaria reden. Das ist der Weg zu gefährlich. Wenn du das sagst, was hast du zu glotzen? Ich werde gleich mal ein paar Skizzen für mein nächstes großes Projekt anfertigen. Seht euch nun mal das Farbspiel auf diesem Herz allerliebsten Block an. Ob ein davon inspiriertes Kunstwerk auch in der Lage wäre, Energie wiederherzustellen? Ach, der Speicherblock daneben ist unheimlich inspirierend. Sein ganzes Konzept besteht darin, das Geschehene aufzuzeichnen. So wie ich. So viel Inspiration. Ah ja, der dritte Speicherblock innerhalb von einer halben Stunde. What? Ich fand schon immer, dass das großartige Statuen sind. Finde ich auch. Hier eine Mario Kart-Strecke? Sie machen gleich einen tollen Eindruck auf jeden, der nach Schwankum kommt. Auch wenn wir so gut wie keine Besucher mehr haben, seit das Land zerfallen ist. Wow, Applaus. Guten Job. Was? Ihr habt euch mit einer Kanone von Capitabora hergeschossen? Schon etwas extrem. Aber egal, wir kommen aus Schwankum. Wir alle lieben es, uns kreativ auszutoben. Diese riesigen Statuen sind unser ganzer Stolz, auch wenn sie nicht jeder mag. Passt auf, dass ihr euch nicht mit den Rowdies auf der Insel oder gar ihrem Boss anlegt. Okay. Hier ist also noch böse Finger. Künstlerin Hamaria. Titel: Die Zukunft. Dieses Kunstwerk habe ich meinen zwei Kindern nachempfunden. Ja, rechts, Yellow Guy, okay. Die eine Statue stellt meinen Sohn Augustin dar und steht für Energie und Kreativität. Die andere Statue repräsentiert meine Tochter Fabrizia und steht für Harmonie und Fantasie. Ich widme dieses Werk dem Glück Schwankums und seine Bewohner. Wow. Hä? Ja! Hilfe, zu Hilfe! Ja! Oh nein, den sollten wir helfen. Was haben die denn für ein Problem? Oh, die machen sich einen Spaß aus, unsere Kunstwerke zu zerstören. Die sehen schon richtig fies aus.
Ja, echt so. Angriff. Dann kriegen die Kopfschmerzen. Angriff. Oh, Fighting Fee hier. Good time. Okay. Kombi-Attacken. Wenn Mario durch die zusammen sind, kannst du Sprung auswählen, um sie eine Kombi-Attacke ausführen zu lassen. Oh, das ist cool. Aber so wie Bro-Attacken. Bei Kombi-Attacken kann es nötig sein, mehr Knöpfe zu drücken, aber dafür können sie mehr Schaden anrichten. A und B. Ist einer der Brüder ohnmächtig oder anderweitig, handlungsunfähig, können keine Kombi-Attacken ausgeführt werden. Ja, ist klar. Schwarmkerl. Okay. Bam. Ah, ich hab Timing nicht geschafft. Auch Luigi kommt im Zug, kommt im Kampf zum Zug. Teamwork gibt es hier nämlich. Okay. Versuchen wir es mal. Hä? Mit A auswählen, dann B drücken? Wie dumm. Bam. Bam. Ah, nicht mal so schlecht. War super. Wer ist im Visier? Führen Gegner einen Angriff aus, gilt dieser zumeist entweder Mario oder Luigi. Das Verhalten eines Gegners beim Angriff lässt erkennen, auf wen er es abgesehen hat. Ah, auf Mario. Ah! War so ein kleiner Delay, bevor man nochmal springen kann. Also, aufgepasst! Ah! Geblockt? Oh, Glück gehabt, schätze ich mal. Angriff! Juhu! Bam! Bam! Exzellente! Ah! Der Typ hält noch raus? Nicht mehr lange. Oh yeah! Bam! Oh, danke für die Frischwurz als Geschenk. Level up für Mario und Luigi freut sich für seinen Bruder. Oh, es gibt wieder Ränge. Wir sind im Pilzrang beide. Ja, wieso kann man die Schadenswerte nicht erhöhen? Komm schon, also ist das Spiel so einfach oder was? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das hat eine Herausforderung. Muss jetzt nicht krass sein, aber trotzdem. Wenn du genug Erfahrungspunkte gesammelt hast, steigst du im Level auf. Dabei werden deine Schadenswerte verbessert und es fällt dir leichter, Monster zu besiegen. Verschiedene Schadenswerte schlagen bei Mario und Luigi unterschiedlich schnell. Achte während der Kämpfe auf der Kämpfe und Levelaufstieg genau darauf, wie du ihre jeweiligen Stärken zu deinem Vorteil nutzen kannst. Okay, bin gespannt, ob es da noch ausrüstbare Items gibt oder so. Orden wie früher, ich weiß es nicht. Sehen wir einfach. Alles mit der Ruhe, alles mit der Zeit. Wow, wie stark ihr seid. Danke für die Hilfe. Aber wer seid ihr denn eigentlich? Ich bin Chaco del Palato. Wie, ihr kommt aus einer anderen Welt? So was habe ich mir schon gedacht. Eure Gesichter sind so niedlich rund. Das sieht man nicht so oft in Connectania. Oh, euer Anblick entfacht die Flamme der Inspiration in mir. Elemente. Wenn ihr zum Leuchten wollt, müsst ihr Hamaria fragen. Das ist unsere Anführerin. Diese Belohnung habt ihr euch verdient. Hoffentlich könnt ihr was damit anfangen. Du hast einen Pilz erhalten. Sehr polygonisch. Yippie. Wow. Items kann man im Menü verwenden, kann man die Bros mit heilen und andere Items kann man nur im Kampf einsetzen. So, und das war der Ersteindruck von Mario Luigi Brothership in ihrem Brotherhood. Und ja, was ist euer Ersteindruck? Lasst es mich wissen, ich bin bisher zufrieden. Bin gespannt, wie es weitergeht und ihr könnt noch viel, viel, viel mehr Folgen erwarten hiervon. Juhu! So schräg geht, dann weicht Marios Körper so ein bisschen in die Richtung aus. Das ist lustig.